Hallo Flirt-Profi, was geht ab? Der Sebi hier mit dem Daniel und dem An. Von den zwei Jungs gibt es schon ein paar Folgen ein bisschen Mann. Die zwei kommen nämlich aus Nürnberg, sind Kumpels, sind oft zusammen unterwegs und genau das werden wir uns in dieser Folge auch wieder zunutze machen. Nämlich, dieses Mal geht es andersrum. Beim letzten Mal hast du An Aufgaben gegeben, weil du ihn sehr gut kennst. Dieses Mal, An, ist deine Aufgabe, dass du Daniel ein paar Aufgaben gibst, mit dem Fokus drauf, dass diese Aufgaben einfach ein bisschen mehr sind als das, was er sich normalerweise zutraut, ja? Okay, wollen wir loslegen? Ja, machen wir. Okay, An, was hast du für eine Aufgabe für Daniel? Meine Aufgabe an Daniel ist, dass er eine Gruppe anspricht. Diese Gruppe soll mindestens 3 Personen enthalten. Ja, okay. Okay. Gruppen ansprechen fällt dir schwer bisher? Naja, 3, 4 schon eigentlich. Okay, sehr aber gut. Es wird jetzt dann, besser. Dann ist es genau richtig. Dann ist okay. Die Aufgabe genau richtig, wenn du so ein bisschen ein komisches Gefühl im Bauch hast dabei. Okay. Hey, sorry, ganz kurz, Entschuldigung, sprecht ihr Deutsch? Ein bisschen. Ein bisschen? Woher kommt ihr? Was? Hey, where are you from? Sweden. Sweden, ah cool. I just saw you and you're really cute, so I just wanted to say hi. 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 What's your name? My name is Moa. Moa? Yes. Ah cool, I'm Daniel. And you are? Marlin. Cool. Marlin? It's a Swedish name? Yes. Okay, cool. And you are? Alex. Alex, cool. It's like Alexanderplatz, so it's it fits really good in this situation. Alice, okay. So I misunderstood it. Okay, what are you doing here? We're here with the school, actually. Okay, so kind of a school project and... Okay, and you're the first time here in Germany? Yes. Okay, nice, cool. And now you're shopping or...? Yes, we're actually leaving because we have to go to the airport. Okay. To go home today. So you leave today? Yes. Okay, cool, same as me. I'm from Nuremberg, if you know it. Is it Swedish style with your... With the backpack? No, not with the backpack, with this, I don't know. No, what it's called, I've never seen this, but... It's a braid or something, I don't know, but we actually have to go now. Okay, so have a good time here now. You too, goodbye. Thanks, bye. Erstmal geil, du hast dich überwunden, eine Dreiergruppe angesprochen, wie war's? War cool, war auf jeden Fall viel lockerer, als es früher war bei mir. Hast du am Anfang ein Kompliment gemacht? Ja, hab ich gesagt, ja. Wen hast du ein Kompliment gemacht? Der Mittleren, also der Blonden mit dem, ich weiß nicht, wie man es nennt, mit... Mit den Haaren? Nee, halt, das ist so, das war so zusammengewickelt. Ah, okay. Hast du wahrscheinlich von der Seite nicht gesehen? Nee, habe ich nicht so gesehen. Ja. Okay, der ja. ist ein Kompliment. Genau, ich habe gesagt, dass sie süß ist. Du hättest einfach mal dann am Schluss noch sagen können, ey, weißt du was, du bist echt mega süß, lass mal in Kontakt bleiben irgendwie, falls du mal wieder nach Berlin kommst oder ich mal nach Schweden komme. Idealerweise holst du dir bei größeren Gruppen die eine, auf die du stehst, raus. Du kannst zum Beispiel hingehen und kannst sagen, ey Mädels, ganz kurz, ihr seid mir aufgefallen, ich finde dich besonders toll, ich möchte dir ein Kompliment machen, komm kurz mal mit, ich möchte eine Minute mit dir sprechen, ich gebe sie euch gleich wieder zurück und dann passt es. Ja. Dann kannst du dich unter 4 Augen mit ihr unterhalten. Weil die Freundinnen, wenn die dich noch nicht zu 100% cool finden, was werden die automatisch machen? Die werden so Anstalten machen. Und wenn du sie unter 4 Augen hast, dann kannst du ja sagen, weißt du was, ich will dich echt gern irgendwann mal wiedersehen, komm, gib mir deine Nummer, okay? Ja. Aber ansonsten, hey, richtig geil, Mann, richtig geil. An, komm mal wieder her, hast du eine neue Aufgabe? Hast du was überlegt? Ja, dass der Dani zu einer Frau hingehen soll, die er wirklich gefällt und einen Heiratsantrag macht. Oh. Oh. Hey, sorry. Ganz kurz, siehst echt cool aus, wollte eigentlich für Halle sagen. Sorry, und du sprichst kein Deutsch, ich wusste es sofort. Where kommst du? Where are you from? From Holland. You're from Holland? Yes. Ah, cool. And now you're doing holiday here or vacation. Why are you asking that? Just because I think that you're really cute and I wanted to say hi to you. Okay. Hi. Hi. What's your name? Yama. What? Yama. I don't have a lot of time. Okay, 1 minute only. Can you spell it? Your name, because I cannot... G-R-N-N-A. G-R-N-N-A. Okay, cool. I'm Daniel. Hi. Hi. You're traveling here or what are you doing here? I was at a conference. Okay. Yeah. Which conference? Why are you asking this? No, just because I want to get to know you a little bit. I'm leaving tonight. So we have to make the one minute that we have now very kind of wonderful. No. Yeah. I'm leaving at... Okay. In 30 minutes. Okay, so... the airport. Yeah, okay, so have a nice day. Yeah, thank you. Yeah, bye. No. What? Not...
Ich kann das nicht machen. Was? Bei der anderen. Was ist los? Die musst du mir echt gefallen, Don. Ja, aber doch. Hey, sorry. Ganz kurz, sprecht ihr Deutsch? Ja. Ich fand dich echt süß, ich wollte einfach Hallo sagen. Hi. Hi, wie heißt du? Julia. Julia, und du bist? Hanna. Hanna, hi. Hi. Seid ihr aus Berlin oder? Nee. Touristinnen quasi? Ja. Ah, cool. Was macht ihr so? Wir wollten jetzt schauen. Okay, und ihr antwortet auch synchron, alles. ja, nein, ja, nein. Ist cool. Ganz spontan einfach eure Hände. Was passiert jetzt? Wir heiraten jetzt. Nein. Wollt ihr mich heiraten? Beide zusammen? Auf einmal? Nee. Nicht? Einzeln? Nein. Auch nicht? Okay. Danke. Dann vielleicht, keine Ahnung, so? Nee. Besser so? Bisschen gehen. Nee, Spaß. Auf jeden Fall, macht euch einen schönen Urlaub oder was ihr auch immer macht. Wahrscheinlich Klassenfahrt oder? Nein, Urlaub. Nicht? Urlaub. Einfach Urlaub. Okay, cool. Und ja, schönen Tag euch beiden. Danke. Ciao. Nochmal, hi. Was passiert jetzt? Jetzt passiert was richtig Cooles. Was Magisches, und zwar, wir tauschen jetzt Nummern und mit dir auch. Und ich weiß nicht, wo kommt ihr? Aachen. Aachen? Ja. Okay, da wohnt ein Kumpel von mir, ist ganz cool, aber kennt ihr wahrscheinlich nicht. Studiert ihr? Ja. Okay, lass uns Nummern tauschen, wir drei. Und dann können wir mal was machen, wenn ich in Aachen bin oder ihr in Nürnberg. Also ich komme aus Nürnberg, nicht aus Berlin. Ja, okay. Und dann können wir mal was machen, bevor wir heiraten dann. Das ist süß gemeint, wir haben bei den Freunden. Ja, bei den Freunden, okay, dann. Ja. Also ich heirate nur mit Mädels, für gewöhnlich so. Nicht mit Typen so, aber. Ja. Lass uns einfach trotzdem Nummer tauschen, dann schauen wir spontan. Okay, dann. Danke, tschüss. Schönen Tag. Ja, euch auch. Ja, cool, Mann. Yeah. Dann Feedback für Daniel. Das war, ich habe mal mit zwei auf einmal. Das war genial. Danke. Der Dani hat noch Probleme mit Körperkontakt und ich würde sagen, wenn die Frau was sagt, sollte er sie umarmen. Also jedes Mal, wenn die Frau irgendwas sagt. Wenn die Frau genau zu Ende sagt, dann musst du irgendwie so umarmen und dann sagen, das findest du voll cool oder so. Okay, jedes Mal? Jedes oder? Mal, geil. Hey, wieso schaust du so böse? Ist? Ja, du hast gerade echt so böse geschaut. Gedanken. Ach so, wo? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht mal sagen. Nee, aber du hast echt so magische Augen, keine Ahnung. Nee, weil du siehst nee. So voll böse aus. So. Oh. Nee. Ich stech dich ab. Nein. Nee. Was machst du? Meine Abendplanung, sorry. Okay, kein Ding. Ich hatte gar keinen Blick. Keinen Plan. Okay, dann Versöhnungsumarmung. Okay, cool. Wie heißt du? Okay, die 100 kennen, darf auch noch eine Umarmung. Ich bin Dani. Oder Daniel halt. Was macht ihr denn? Wir laufen hier jetzt generell oder? Was jetzt? Was meinst du? Keine Ahnung. Was wir machen? Ja, wir reisen rum, besuchen Bekannte und Freunde. Was kann man hier noch Interessantes so machen? Vielleicht. Keine Ahnung. Weiß nicht. Nee. Du bist kein Partymensch. Doch. Doch? Ja, auch feiern. Yeah, feiern super. Feiern ist das Beste. Geil. Nicht bei jedem Satz gemacht, aber du hast es gemacht. Ja. Ja. Und obwohl sie war sympathisch und so, ja, aber sie wollte dann auch irgendwann weiter, ne? Und du hast es trotzdem durchgezogen. Ja. Hammer, das geil, war Mann. Auf jeden Fall eine coole Challenge an, danke. Hast du gemerkt, wie es gekribbelt hat in deinem Bauch? Bisschen, ja. Aber ich fand die Challenge davor, die war wirklich zu hart. Das also haben wir auch gemerkt, ist ja wesentlich schwieriger gefallen, Mann. Geil. Jungs, eure Aufgabe ist auf jeden Fall, wenn ihr zurück in Nürnberg seid, dann spielt damit ein bisschen rum, unterstützt euch gegenseitig, motiviert euch, setzt euch Challenges, bringt euch an eure Grenzen, ja? Ja. So werdet ihr so schnell so krass viel besser werden. Ich meine, ihr seid auf einem sehr guten Level beide schon, aber wenn ihr euch gegenseitig noch pusht, dann Explosion überall. Ja? Ja, das war's schon wieder für Mission Mann für heute. Ich find's geil. Jungs, mit euch zwei, es hat echt sehr großen hat Spaß gemacht. Riesen Spaß und, gemacht, ja. Ich bin mir sicher, ihr werdet euren Weg definitiv gehen. Wenn du jetzt wissen willst, wie du so richtig Gas geben kannst und vor allem, wenn du wissen willst, wie Manu und ich von zwei ganz normalen Typen zu den Flirt-Profis geworden sind und das innerhalb von weniger Monaten, nur dann klickst du unten in der Infobox auf den Link und guckst dir das kostenlose Video an. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin, lass uns einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und abonnier den Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.